Hermann, Hermann, Hermann! Thorsten! Mein lieber Hermann! Und graulich! Millimeter vorbei! Kugel muss vorne auch einfach rein. Viel Platz für Arslan! Man kann vom Problem sprechen, aber man kann auch einfach sagen, dass es gut ist, dass man so viele Torchancen rausspielt. Nee, wir wollen lieber über die offensichtlichen Dynamo-Probleme sprechen. Das Problem, Tore. Tore machen. Das zieht sich nochmal wie ein roter Faden durch. Und das muss uns hier im Verein bewusst sein. 94 Torschüsse benötigte Dresden seit der Winterpause, um viermal zu jubeln. Die Abschlussschwäche hat Folgen. Aus 10 Punkten Vorsprung zur Winterpause auf Platz 3 wurden 5. Ich glaube, viele Mannschaften würden gerne mit uns tauschen. Und man kann das auch so sehen. Ich bin einer, der positiv schaut. Winterneuzugang Ahmed Arslan soll das Netz wieder zum Wackeln bringen. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison erzielte 25 Treffer für Dresden. In einer Spielzeit, die am Ende auf Platz 6 abgeschlossen wurde. Amo ist ja kein Fremder hat natürlich direkt Kontakt zur Mannschaft und sich direkt integriert. Muss es die Art und Weise, wie wir spielen, nicht mehr neu erlernen, sondern weiß das. Auf den Topscorer der Liga in dieser Saison verzichtete man in Dresden. Oliver Batista Meyer aus Fair zurückgeholt und nach Zürich weiterverliehen. Aber es ist nicht nur die Offensive, die Probleme bereitet. Es ist eine Symbiose aus Angriff und Verteidigung. Scharf ins Zentrum! Posten Hauptmann, das kann ja nicht wahr sein! Das hältst du doch im Kopf nicht aus! Hauptmann, was für eine Nummer! Und jetzt der nächste Fehler! Und die Chance zur Führung für Dortmund! Das ist nicht zu glauben! 2-1 BVB! Der Druck steigt. Dresden ging auch finanziell bewusst ins Risiko, um das Ziel, den Aufstieg in die zweite Liga zu realisieren. Puls 200 ist wieder angesagt im Rudolf-Harvey-Stadion. Andere Mannschaften schaffen dann zumindest einen Punkt zu holen. Da sind wir noch zu weit weg von. 3 Niederlagen aus 4 Spielen nach der Winterpause. Dresden zittert sich durch die kalte Jahreszeit. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.